So, hallihallo, herzlich willkommen hier bei Let's Play FIFA 13. Ich habe eben nicht gespeichert. Das heißt, dass du mir mal kurz, sollte ich irgendwie voller Wut jetzt alles kaputt machen, dann haben wir wenigstens den Spielstand gespeichert. Ja, wir müssen gegen Dortmund und das ist quasi die Troll-Partie, weil wir können eigentlich gar nicht gewinnen, weil wenn wir schon gegen Freiburg nur 2-2 spielen. Weidenfeller ist verletzt. Okay, also ist nur der Ersatztorwart drin, das ist ein Vorteil, aber ja, ich krieg halt 30 Mal die gleiche Aufgabe. Naja, auf jeden Fall gegen Dortmund wird sehr, 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 sehr schwer. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir das nicht gewinnen. Wir spielen mal auf hoher Druck einfach und ja, wir enjoyen dieses Spiel einfach mal und selbst wenn wir verlieren, Leute, das ist der deutsche Meister, da kann man mal 8-0 verlieren oder so. Also das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. So, wir sind jetzt im Ball, Leute. Los. Tor. Ja, außer natürlich. Ja, und wir spielen übrigens wieder im Regen. Ich hasse den Regen. Also, auch wenn wir zwei Tore hintereinander geschossen haben, gegen Freiburg zum Beispiel, wo wir noch 2-2 gespielt haben. Aber trotzdem, was für ein Scheiß, ey. Schon wieder Regen. Das würde jetzt öfter passieren. Bald kriegen wir noch Schnee wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Schnee habe ich hier noch nie gehabt. Ob das überhaupt eingebaut wurde, so wie der deutsche Kommentator. Wer weiß. Oh fuck, das wollte ich gar nicht, aber es hat ja bis jetzt geklappt. So, lahm, ja, lahm. Was machst du? Die stehen gut, das muss man sagen. Ach, schade, ich hätte schießen können, wäre ich da jetzt vorbeigekommen. So, bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass wir wirklich total defensiv da stehen und Dortmund uns eins nach dem anderen reinpfeffert. In den ersten 10 Minuten haben wir immer noch kein Tor kassiert. Vielleicht ist es ja auch schon ein Erfolg oder sowas. Ja, und hier kommen, also das geht ja mal gar nicht, oder? So, vielleicht machen wir den ja rein, wer weiß. Oh! Knappe Sache nach 10 Minuten hier der Freistoß. Also ich sag mal so, wenn wir gegen Dortmund gewinnen, dann habt ihr Wunsch frei, was ich machen soll. Irgendwas, ohne Scheiß, aber das wird nicht passieren. Und vor allem, ich sag das noch, wenn es 0-0 steht, weißt du, anstatt dass ich das vielleicht sage, wenn wir 1-0 führen würden oder sowas. Na, weil Übermut tut selten gut und nur weil die jetzt am Anfang so schlecht sind, das haben wir schon oft genug erlebt, dass sie dann irgendwie in der 90. Minute noch in ihrem einzigen Versuch uns das Tor reingehauen haben. Bestimmt schon einmal zumindest. Vor allem, wir stehen irgendwie so ganz komisch. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit nicht viel anfangen. Ich kann höchstens zur Seite laufen, dahin passen, dann so machen, nochmal zur Seite passen, so, wieder in die Mitte geben und dann irgendwie versuchen, in die Mitte zu kommen, dann so ihn austricksen, was nicht klappt, naja, was nicht so gut klappt, naja, gut, ich wäre vorbei, wäre jetzt da nicht der Zweite gekommen. Siehst du, unter Bayern wäre sowas nicht möglich. Wir hätten den einfach laufen lassen, oder der hätte keine Hilfe bekommen, so, der wäre da einfach vorbeigekommen und fertig. Aber ich sage so, bis jetzt läuft es gar nicht mal schlecht. Vielleicht lag es ja an Schweinsteiger, dass wir so schlecht waren die ganze Zeit. Und jetzt, wo er die Verletzung hat, ist seine schlechte Aura weg. Die haben wir wegretuschiert. Und jetzt kann ich wieder ganz normal spielen. Oh, schade, der wäre fast nice gewesen. Oh nein, geh doch hin. Aber jetzt kommt schon Dortmund. Das sieht man schon. Jetzt wollen sie es wissen. Also ich will echt gewinnen. Also das ist echt, wenn ich jetzt hier gewinne, dann habt ihr eine hohe Meinung von mir. Weil ich dann den deutschen Meister besiegt habe. Vor allen Dingen bei unseren Spielen. Ich bin quasi der Außenseiter. Also wenn es so ein Wettbüro für meine Let's Plays von FIFA 13 gibt, habe ich wahrscheinlich eine 10er-Quote oder sowas. So wahrscheinlich oder 100.000er-Quote. So, wenn man 1 € setzt, kriegt man dann so 1 Million. Und für ein Unentschieden kriegt man vielleicht so 5 € oder so. Und Niederlage ist wahrscheinlich so 10 Cent oder so, weißt du, wenn du einen Euro setzt, verlierst du sogar alles, weil es einfach klar ist, dass ich verliere. Also wer es noch nicht zu Ende gesehen hat, alle wetten los, Leute. Was glaubt ihr, wie das Spiel endet? Oh, der war fail, weil der sollte da gar nicht hin. Aber gut, hoher Druck scheint gegen Dortmund ganz gut zu klappen, bis jetzt. Ne? Das ist. Ah ja, oder es klappt auch gar nicht. Das kann auch sein. Das war eine knappe Aktion. Sollten wir nicht unbedingt nochmal machen. Das ist ja scheiße. Ey, gut. So, Boateng, der Abwehrspieler, der immer mit nach vorne kommt.
Ich weiß nicht, soll ich flanken? Komm, machen wir einfach mal. Wow. Wow, wow. Also ich würde ja, also wenn ich jetzt, auch wenn das verboten wäre, ich würde echt auf ein 1-0 oder 3-0 so für die schätzen wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier 90 Minuten lang Gegenwehr gegen die Mannschaft bringen. Vor allen Dingen nicht, wenn einfach mal der Spieler meint, nicht mehr decken zu müssen. Ja, und bei solchen Bällen war zwar jetzt meine Schuld, aber bei solchen Bällen dann verliert man auch die Hoffnung, noch hier was zu reißen. Also wie gesagt, ich würde gegen mich wetten, eiskalt. Aber nur, wenn ich auch ein bisschen Geld dann kriege. Aber ich versuche gerade echt mich anzustrengen, aber das bringt auch nichts, weil mein Spieler gar keinen Fokus auf den Gegenspieler hat, sondern einfach wegrennt und da FIFA mir einfach mal einen anderen Spieler gibt, läuft der dann einfach weg, anstatt beim Spieler zu bleiben. Ja, und so schnell ist dann schon die ganze Hoffnung wieder weg. Jetzt kann ich mich auch wieder aufregen. Wieso bietet sich da keiner an? Wo ist meine Abwehr? Wieso steht die Abwehr 300.000 Meter offensiv, wenn wir überhaupt nicht so gut sind? Ja, komm, Junge, ich raste gleich aus, ey, ohne Scheiß. Wo steht unsere Abwehr? Spielen wir sehr offensiv? Nein, tun wir nicht. Ja, oh, lauf in mich rein. Gut, Junge, wer war das? Ah, Groß kriegt jetzt auch seine Möglichkeit. Ja, wenigstens 2-1 noch. Schweinsteiger, der war verletzt. Zufall. Das sah gerade pervers aus. Ich habe es nicht ganz gesehen, weil ich meine Jacke, also mein Sweatshirt aufgemacht habe. Großkeutsch, der Hübschling. Oh, schade. Ich dachte irgendwie so einfach durch die Mitte, das passt schon. Aber da habe ich mich falsch. Da habe ich mich falsch dran erinnert. Das klappt nämlich doch nicht. Aber wir haben Blut geleckt, Leute. Seht ihr das? Wir haben richtig Blut geleckt, Leute. Oh! Nein, das ist jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, da chillt Dortmund wahrscheinlich gerade ein bisschen. Also es liegt bestimmt nicht an uns. Aber guckt euch das an. Und einfach zack, Junge. Den hätte man jetzt auch haben können. Also wenn ich so die Torwartaktion sehe, das habe ich noch nie gesehen. Ja, Leute, wer hätte das gedacht? Also ganz ehrlich, ne? Nachdem, oder es ist irgendwie, glaube ich, so eine Aura von uns jetzt. So immer, wenn wir so 2-0 hinten liegen, kommen wir wieder und schießen selber noch zwei Tore. Wäre natürlich gut, wenn das der Endstand ist. Also ein Unentschieden, damit wäre ich schon. Gut, da strengt sich einer wieder richtig an. Also mit dem Unentschieden wäre ich hier schon komplett zufrieden, um ehrlich zu sein. Oh, meine Fresse. Ja gut, Halbzeit passt. Schweinsteiger und Gomez, ey, meine Leute. Also wir sind jetzt in circa 8 Minuten sind jetzt hier Tore geschehen. Das kann eigentlich so weitergehen, aber wenn nur auf unserer Seite, also quasi von Bayern die Tore. Also ich habe ja auch wirklich, also das ist wirklich das erste Spiel, wo ich mich so richtig anstrenge, weil ich will hier unbedingt wenigstens einen Punkt mitnehmen. Also ganz ehrlich. Ne, also das Spiel ist mir echt wichtig. Vor allen Dingen, ich hasse Dortmund, ja. Und deswegen, da muss ich mich gerade mal echt also anstrengen. Echt krass. Ich meine, sonst habe ich mich natürlich auch angestrengt. Ich will ja gewinnen, aber ich meine, in Dortmund ist das irgendwie was anderes. Ich kämpfe hier mit Herz und so weiter. Wäre natürlich schade, wenn FIFA mir das nicht bedanken würde oder mir dafür nichts geben würde, quasi, falls sie jetzt zum Beispiel gewinnen. Oh, schade, Gomez. So, die wechseln jetzt irgendwen aus. Wer? Reus kommt rein für Lewandowski. Reus ist besser als Lewandowski. Das ist schlecht für uns. Ja. Wie langsam ist der denn bitte? Alaba. Junge, läufst du 10 oder was? Der ist ja von Beuten schneller. Ja, spiel 10.000 Meter in seinen Lauf. Ist in Ordnung. Irgendwie gibt es da gerade ein paar Komplikationsschwierigkeiten.
Irgendwie reden die gerade gar nicht, so wie man sieht. Also da soll erst der eine hinlaufen, dann läuft da doch der andere hin. Aber bis jetzt scheint es ja ganz, ganz gut zu klappen. Haben wir noch. Haben wir sogar wirklich noch LOL. Oh, ja gut, das war jetzt unnötig. Ah, wir verlieren das. Das sehe ich jetzt schon kommen. Wenn 2-2 bleibt, schießen die in der 90. Minute oder so wieder das Tor. Ich meine, das ist bei FIFA oder bei mir irgendwie immer so. Immer, also wenn es wirklich noch knapp. Ah, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ja, es war klar. Es ist jedes Mal so. Jetzt mal. Ah, okay. Dieses Mal nicht. Nicht gegen Dortmund. Es ist halt einfach so, dass. Also ich weiß gar nicht. Bis jetzt bestimmt 2, 3 Mal oder so haben die in der 90. Minute das entscheidende Tor gemacht, wo ich mir so denke, das ist ja verdammt Luck, oder? Also jedes Mal so in der 90. Minute das Tor zu kassieren. Also wenn ich das noch 3 oder 4 Mal kassiere, dann cheat ich mir irgendwann einfach 3 Tore vorher her. Oder ein Tor extra, so quasi, um das in der 90. Minute wieder auszugleichen, weil das ist ein komischer Zufall, finde ich, dass die genau im letzten Versuch immer 30 Mal stärker sind und immer die Tore schießen. Hannover war das so, ich weiß nicht, ich glaube bei Mainz bin ich mir aber nicht sicher. Das war vor 30.000 Spieltagen, das war der zweite, glaube ich. Oh, auch gut. Also nicht so gut jetzt, aber weil ich bin nicht so der Eckprofi, aber vielleicht gegen Dortmund, aber vielleicht auch nicht. Also ich meine, wenn das Spiel so endet, Leute, ganz ehrlich, wir waren bis jetzt die bessere Mannschaft. Es läuft eigentlich ganz gut und nach den 2-0 zum 2-2, ja, selbst wenn wir verlieren, das war eine reife Leistung gegen den Tabellenführer und gegen den Meister. Ich bin mir nicht sicher, aber Frankfurt hat, glaube ich, auch gegen Dortmund 2-0 hinten gelegen und haben dann 3-2 verloren. Also das ist halt einfach nicht schlecht. So, ich versuche jetzt einfach mal ihm zu geben. Das klappt sogar. Da bin ich aber froh. Online hätte das jetzt nicht geklappt. Ah, ich wollte nach außen spielen, aber da läuft er doch noch hin. Boah, Alter, die spielen aber ganz schön mit Druck hier. Ich habe gerade keine Anspielstation. Ich kann nur nach hinten spielen. Wenn wir nicht das 3-2 schießen, verlieren wir 3-2. Das ist hundertprozentig so. Es muss nicht mal in der 90. Minute sein, aber irgendwann im Laufe des Spiels schießen die dann noch das 3-2. Einfach, weil es immer so wäre. Oh, sehr schön, neuer. Sehr schön. Das kennen wir nicht von. Ja, ist der behindert? Junge, was geht denn bei dem? Ey, das müssen wir uns auch mal angucken. Ohne Scheiß. Ey, was ist der behindert? Oh, da steht er und. Er könnte ihn annehmen. Nö. Junge, ey, das ist FIFA. Ey, ohne Scheiß. Verlängert das Spiel einfach nur unnötig jetzt um einen Einwurf. Na gut, jetzt steht er da hinten. Oder der steht dann. Oh, ich dachte schon Elfmeter, ey, boah. Ja, die stehen. Die decken wirklich perfekt. Ja, gut, der wird nicht gedeckt gerade. Er ist verletzt. Willst du mich verarschen, Junge? Ey, es verletzen sich alle von uns. Ich habe halt keine Spieler mehr. Ja, Shaqiri, weißt du, ey, die Spieler, die ich brauche. Ja, wen soll ich da denn einsetzen? Ja, komm. Mandschukic rein mit dir, komm. Ja, das ist echt. Jeder verletzt sich von uns, weißt du, jeder. Jedes Spiel haben wir mindestens eine Verletzung bis jetzt. In den letzten, ich weiß nicht.
Ja, gut, in den letzten 4 Spielen haben wir bestimmt eine Quote von 1 von den Verletzungen, weil in dem einen Spiel haben sich ja 2 verletzt, in dem einen haben sich dann vielleicht keine verletzt, ja, und dann passt das schon wieder. Ja, gut, Luis Gustavo. War ja gar nicht, weil der auf der Ersatzbank steht, ich meine Alaba. Oder Dante. Oh, spiel doch nach hinten, wie ich drücke, Mann. Also, wie auch immer die das programmiert haben, irgendwas läuft da komplett falsch. Also, die haben das echt komplett falsch programmiert. Ich habe sowas von zur Seite gedrückt und er spielt. Oder nee, ich. Scheiße, ich hab's vergessen, was da gerade passiert ist. Oh, scheiß Kurzzeitgedächtnis, ey. Ja, komm, kommt doch gleich mit 30 Mann wie ein Türke, Alter. Ja, 2-2. Gutes Ergebnis. Wir hätten ruhig jetzt noch ein Tor schießen können, aber Leute, gegen den Tabellenführer, gegen den Meister, gegen die beste deutsche Mannschaft, wo ich dachte, wir verlieren 8-0, ist das ein schönes Ergebnis. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter in der Gruppenphase. Unser letztes Spiel müssen wir mal, ich will nur ganz kurz gucken, wie es da momentan aussieht. Ja. Ich möchte kurz gucken, wie es da mal. Ah, okay. Okay, wenn Ajax gewinnt, wären wir weg. Ansonsten also mindestens unentschieden. So, also alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part gegen Braga, glaube ich, müsste das sein. Wieder. Bis dann, meine Freunde. Tschüss.